Mein ganzes Leben, meine ganze Arbeit war stets von dem Wunsche beseelt, den Menschen durch meine Musik Glück und Freude zu bereiten. Ob es mir gelungen ist, das kann ich nicht sagen. Das müssen Sie beurteilen. 1843 erbaut, 1912 von Franz Leher erworben und seit 1949 im Besitz der Stadt Bad Ischl. Und nun wurde sie in zweijähriger Bauzeit mit einem Investitionsvolumen von 4 Millionen Euro generalsaniert. Die Rede ist von der Leher-Villa am Ufer der Traun in Bad Ischl. Die Leher-Villa wurde von Franz Leher der Stadt Bad Ischl testamentarisch vermacht, allerdings mit der Auflage, das Haus als Museum zu nutzen und zu erhalten. Die Generalsanierung gestaltete sich als sehr aufwendig. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Denkmalschutzes wurde der Gebäudebestand stabilisiert, das Haus mit einer Aufzugsanlage barrierefrei gemacht und die Fassade sowie das Inventar umfassend saniert. Wir sind vor sehr umfassenden und ungewöhnlichen Herausforderungen gestanden. Einerseits, was die Konsolidierung des Gebäudes betrifft, im Sinn dessen, dass das ja statisch, dass es ja da erhebliche Probleme gegeben hat und rechte Rissbildungen und so weiter. Das heißt, wir mussten eigentlich anfänglich überhaupt einmal eine neue Gründung herstellen. Wir haben eine Bodenplatte eingebaut, die auf 52 Pfählen ruht, die 14 Meter tief in die Erde reichen und hier im Inneren des Gebäudes hergestellt wurden. Das heißt, wir sind vor circa einem Jahr da 1,5 Meter tiefer gestanden, wo wir jetzt stehen, und haben diese baulichen Maßnahmen durchgeführt. Wir haben eine Aufzugsanlage eingebaut in dieses denkmalgeschützte, sehr komplizierte Gebäude. Und in weiterer Folge haben wir halt alle Oberflächen erneuert bzw. revitalisiert sozusagen und auch natürlich Einrichtungsgegenstände, Bilder, Textilien zu Restauratoren verbracht und dort sanieren lassen. Da darf ich fragen, wie schwer das jetzt war, das Klavier? Ein bisschen was über 400 Kilo. Gestern haben wir auch einen 270er Bösendorfer gehabt. Auch einen engen Stock, dann haben wir auch der zweite. Der war auch über 400. Also das ist schon grenzwertig. Was uns vielleicht besonders wichtig überhaupt für das gesamte Projekt war, war das, dass diese Besonderheit von diesem Haus, diese eigentlich einzigartige Künstlervilla, wie man es kaum wo findet, in dieser Konsistenz und in dieser Ganzheitlichkeit sozusagen, dass man diese Besonderheit und diese Intimität von diesem Haus, dass man die bewahren, obwohl wir eigentlich alles zerlegt haben und alles wieder sozusagen angegriffen haben. Und die Gefahr ist dann immer, dass man dann das überrestauriert, dass das alles, wie man so schön sagt, in neuen Glanz erstrahlt. Und das wäre genau der Fehler gewesen, sondern es sollte im Prinzip diese auch bis zum gewissen Grad Abgenutztheit und diese Originalität in dem Sinn wieder behalten. Was für Sie persönlich jetzt auch ein besonderes Projekt? Ganz bestimmt, weil eben aufgrund dessen, dass so viele Bereiche betroffen waren und wir mit Themen konfrontiert waren, wie eben Klaviere zu sanieren oder Bilder zu restaurieren, das ist nicht unser alltägliches Geschäft. Da gibt es natürlich auch dementsprechende Spezialisten, die man dann zuzieht. Aber da lernt man sehr viel, entdeckt sehr vieles Neues und muss trotzdem in dieser Thematik natürlich, wir Kapitäner vom großen Schiff, wird schauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt ins richtige Ziel findet. Um diese ganzen baulichen Sanierungen durchführen zu können, mussten wir natürlich dieses Haus erstmal ausräumen. Das Ganze ist passiert im November und Dezember 2022. Im Jänner begannen dann die baulichen Arbeiten, die jetzt gerade abgeschlossen wurden. Jetzt ist vor einer Woche das Mobiliar wieder zurückgekehrt in das Haus. Und jetzt geht es darum, dass alle diese Einrichtungsgegenstände wieder an ihren angestammten Platz finden. Wir haben ja vorweg sehr genaue und umfassende Dokumentationen gemacht. Wir haben das Haus eingescannt, sodass wir ganz genau wissen, wo wieder jedes Objekt, jedes Bild, jede Figur, jede Statue dann wieder ihren Platz zurückfinden muss. Und das wird jetzt die große Aufgabe für die nächsten 2-3 Wochen. So genau kann man das nicht sagen, weil das noch keiner vor uns gemacht hat. Für die nächsten 2-3 Wochen, um eben noch ganz genauen Vorgaben und Plänen wieder alles dorthin zu bringen, wo es war. Also wir haben da sozusagen, das Gebäude wurde ja zur Gänze gescannt
Und wir haben dann auch noch zusätzlich sozusagen eine Fotodokumentation, wo wir uns in jeden Raum reinstellen können und nachschauen können, wie ist das eigentlich im Originalzustand gewesen. Und da sieht man jetzt sozusagen diese Wandabwicklung, dass die eben schon wieder genauso hergestellt wurde. Dazu gibt es natürlich auch Maße und Pläne dann. Mit dem habe ich eigentlich jeden Tag gearbeitet, wenn ich da war. Wie wichtig würden denn Sie sagen, ist so ein Museum für die Stadt Bad Ischl? Also aus mehreren Gründen extrem wichtig, weil natürlich das umfassende Paket von Leha Festival, von Leha Villa, von der Außenwahrnehmung eigentlich von Touristen schon diese Leha Villa ganz ein wesentlicher Hotspot ist, auch in touristischer Hinsicht. Und die Stadt, ungeachtet dessen, die Stadt nach dem Tod von Leha das Erbe angetreten hat und damit auch die Verpflichtung angetreten hat, dieses Haus einmal grundsätzlich zu erhalten, aber auch als Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu erhalten. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach, dass so ältere Gebäude erhalten bleiben? Aus vielerlei Gründen ganz wesentlich. Erstens einmal können wir von diesen alten Gebäuden sehr viel lernen, auch für das Bauen und für das Bauen in der Zukunft, weil die sehr, sehr simpel im Prinzip eigentlich gestrickt sind, sehr simpel aufgebaut sind und sehr einfach funktionieren. Und wir tendieren ja in vielen Bereichen des Bauens, das zu übertechnologisieren und haben dann unsere bekannten Sorgen und Nöte damit. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich das historische Erbe damit angesprochen ist, mit dem wir uns, das wir zu bewahren haben. Und ich glaube, dass aus einem dritten Punkt der bauliche Bestand wieder mehr in den Fokus rückt, nämlich auch im Sinn von Nachhaltigkeit und im Sinn von auch Pflege von Kulturtechniken, zum Beispiel Handwerkstechniken. Wenn ich hier zum Beispiel die Lehrvilla hernehme, da wurde wieder Ölanstrich bei den Fenstern aufgebracht. Das ist eine Anstrichmethode, die sehr leicht eigentlich zu warten und zu erhalten ist. Immer dann, wenn man die Fenster wechselt oder durchgeht, dann kann man eben mit einem Öllappen diesen Anstrich wieder auffrischen in dem Sinn. Das sind alles Techniken und Know-how, das über solche Gebäude natürlich erhalten wird. Ein anderes Beispiel ist, wir werden hier dieses, wie man es früher bei den Ischler Villen und Ischler Häusern vielfach gemacht hat, nämlich im Sommer außen bei den Fenstern Läden einzuhängen und im Winter die äußere Ebene, die zweite Verglasungsebene, die wieder einzuhängen. Und das werden wir hier bei diesem Haus auch wieder so machen. Das heißt, es wird ein Sommerhaus geben mit den Läden außen und es wird ein Winterhaus geben mit der zweiten Verglasungsebene außen. Ja, weiteres Thema in Bad Ischl ist das Lehrtheater. Wie schaut es da Ihrer Meinung nach aus? Ist es notwendig, dass man dies erhält? Das Lehrtheater ist eine besondere Collage eigentlich aus einem Gebäude des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. Von diesen Gebäuden gibt es in Österreich ganz wenige. Man hat jetzt auch im Denkmalschutz zusehends in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch in den Blick genommen die jüngere Vergangenheit, sprich die 50er und die 60er Jahre und die wesentlichen jetzt wahrnehmbaren Einbauten im Leha Kino oder Leha Theater sind für den Kinobetrieb passiert. Und das wird sicher interessant sein und spannend sein und wichtig sein, auch dieses Dokument, dieses bauliche Dokument der Nachwelt zu erhalten. Und auch hier letztendlich ist es alternativlos, dass man sich darum kümmern und dass man sich da annehmen muss. Was jetzt ganz wesentlich ist, dass man das richtig positioniert, was dort drinnen passieren möchte und aus dem was passieren soll, jetzt im Sinn dessen, wie man das Gebäude nutzen möchte, dass man daraus das richtige Programm, Nutzungs- und Raumprogramm sozusagen festlegt und ableitet. Das wird jetzt der Punkt sein.